Hallo, liebe Jungfrau, und willkommen zu deiner Tarotlegung, deiner Tarotbotschaft für die zweite Monatshälfte im November, also für den Zeitraum vom 16. bis 30.11.2023. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und das hier ist eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen. Und den Rest denn das beiseite. Und ich habe hier die Qualle für dich gezogen. Die hat hier so ein total nettes, vergnügtes Gesicht. Und die Qualle, die bringt dir Regeneration, Gelassenheit und Gefühle. Die Qualle ist ein Wassertier, das heißt, sie ist mit dem Fühlen, mit dem Wasserelement verbunden. Und wir schauen, was die Mondkarten dem noch hinzufügen wollen. Du sollst deinen Ängsten begegnen. Ängste sind auch Gefühle. Und ja, indem du Ängsten auf den Grund gehst, kannst du sie loslassen und das bewirkt Regeneration und Gelassenheit. Ja? Und auch dieses Lächeln, was die Qualle hier auf ihrem Gesicht hat. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für dich. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist nochmal eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Wir haben hier die Fülle, die positiven Gefühle, den Turm und den Ritter der Scheiben. Ja, die Fülle zeigt einen überfließenden Brunnen positiver Gefühle. Ja, die Fülle zeigt eigentlich, dass alles gut ist, alles fließt, alles ist an seinem Platz, alles ist in Ordnung. Und darunter liegt die 5 der Kelche. Es ist aber so, dass du dennoch anscheinend an irgendeinem Verlust knabberst. Ja, es ist nicht alles weg, manche Sachen sind noch da. Aber trotz der Fülle, die dich umgibt, trotz der positiven Energien, die in deinem Leben fließen, ist hier irgendetwas, was du betrauerst, was du zurückgelassen hast. Das kann ein Verlust sein, das kann eine Enttäuschung sein, das kann alles Mögliche sein. Also irgendetwas macht dein Herzchen doch so ein bisschen schwer, obwohl du von Fülle umgeben bist, ja, von dieser lichtvollen, positiven, gefühlvollen Energie. Und im Rat der geistigen Welt, hier die geistige Welt, spricht eben auch nochmal diese Enttäuschung an. Ja, eine Enttäuschung bedeutet ja, dass wir eine Täuschung erkennen. Insofern werden wir enttäuscht, das heißt, die Täuschung wird aufgehoben. Und das lenkt deinen Blick auf das Wesentliche. Das Gute an dieser Enttäuschung ist, dass wenn wir einer Täuschung aufliegen, dann wissen wir das meistens unterbewusst. Ja, wir haben das meistens in unserem Bauchgefühl, dass wir genau wissen, irgendwas stimmt nicht, irgendwas geht nicht gut und dann triggern uns diese unterbewussten Energien. Und das ist eben etwas, was sich manchmal besonders für so feinfühlige Menschen ganz schlimm anfühlen kann. Wenn wir quasi genau wissen, da ist etwas im Busch, aber nicht genau wissen, wie fassen wir das in Worte, ja? Und hier bekommst du diese Erkenntnis, das in Worte zu fassen. Und in dem Moment, wo du das erkennst, bist du hier auch wieder mit beiden Füßen auf dem Boden und kannst handeln, weil du erkennst, worauf es wirklich ankommt, was wirklich wichtig ist, ja, wo es jetzt hingeht. Und es kann sein, du bist vielleicht so ein bisschen müde und abgeschlagen, ja, du weißt, wie weit du schon gegangen bist, wie weit der Weg ist, den du schon zurückgelegt hast, was du schon gelernt hast, ja, was du vielleicht auch auf der seelischen Ebene schon bearbeitet hast. Und der Ritter der Scheiben würde niemals aufgeben, bevor er seine Ernte eingeholt hat. Und das ist eigentlich auch hier die gleiche Karte, weil die Ritter im Tarot von Crowley entsprechen ja den Königen im Weite-Tarot.
Ja, das heißt, hier kommt richtig Boden unter deinen Füßen und die Angst geht insofern raus, dass du einfach den Überblick hast. Ja, er hier hat den Überblick. Er hat auch den Überblick, vor allem über das Materielle. Und dadurch, dass du quasi weißt, worauf es ankommt, wie viel noch zu tun ist, wie viel schon geschafft wurde, kannst du das Ganze gut einschätzen. Ja, und dann ist einfach auch dein Bauchgefühl klar. Und diese Klarheit im Bauchgefühl ist das, was die Regeneration bringt. Und hier liegt der Wechsel. Also es geht anders weiter. Ja, hier kommt einfach Klarheit in das Fühlen rein. Und was rausgeht, ist so dieses unterbewusste, komische Gefühl, dass irgendetwas im Busch ist. Einfach weil du das erkennst und dann dementsprechend handeln kannst. Und das ist der Wechsel, der hier kommt. Ja, und dann kann die Fülle hier auch wieder fließen. Und ja, auch wenn wir wissen, was noch zu tun ist, worauf es ankommt, was schon getan wurde, wenn wir einfach wissen, woran wir sind, ja, dann kann sich unser Gefühl, ja, unser Feinfühlen, unsere Intuition kann sich dann regenerieren und wir spüren in uns wieder so eine Gelassenheit, ja, einfach weil wir Herr der Situation sind, ja, und weil diese Dinge, die uns im Magen liegen, die uns im Bauch liegen, weil die einfach rausgehen. Und ich habe hier noch den Rhodochrosit für dich gezogen und der erinnert dich an deinen Wert, ja. Vor allem auch, das ist in Bezug hier mit dieser Erkenntnis, ja, erinnere dich daran, was du wert bist, was du kannst, verkaufe dich nicht unter Wert und der König der Scheiben und auch der Ritter der Scheiben, ja, das sind beides sehr erdige Karten, die wissen, was sie selbst wert sind, was ihre Arbeit wert ist, was ihre Zeit wert ist, was ihre Liebe wert ist, ja, und die verkaufen sich schlicht und einfach auch nicht unter Wert. Das ist was, das würden sie nie machen. Ja, es sind schon zwei Charaktere, die einfach für das Materielle und für sich selbst einstehen und wo sich das, was sie tun, das lohnt sich, das bringt auch hier eine Ernte ein, ja. Und so kann es eben sein, dass sich bei dir auch einfach grundlegend etwas ändert und zwar zum Positiven ändert, also wirklich nachhaltig und dauerhaft verbessert. Ja, liebe Jungfrau, soweit dein Blick in die Karten für diese zweite Monatshälfte im November. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Über die freue ich mich ja immer von Herzen. Alles Liebe! Und ab sofort ist es auch wieder möglich, eine persönliche Jahreslegung für 2024 zu buchen. Und alle Infos dazu findest du auf meiner Website. Alles Liebe!